Die südukrainische Stadt Cherson bleibt schwer umkämpft. Dort hat die russische Armee ihre Angriffe noch einmal verstärkt. Mehrere Menschen wurden nach Angaben der Gebietsverwaltung durch Einschläge von Raketen in zivile Einrichtungen getötet. In der benachbarten Region Saporischschja berichteten die russischen Besatzer von 4 Toten durch ukrainischen Beschuss. Auch andere ukrainische Städte im Süden und Osten des Landes wurden massiv angegriffen. Die russische Armee hat Cherson den ganzen Sonntag über unter schweren Beschuss genommen. Wohnhäuser, verschiedene soziale und Verkehrseinrichtungen, darunter ein Krankenhaus, ein Postamt und ein Busbahnhof, wurden beschädigt. 2 Frauen, Krankenschwestern, wurden im Krankenhaus verwundet. Bis jetzt wird von 6 Verletzten und 3 Toten berichtet. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, durch Luftangriffe in der Nähe der Stadt Cherson seien 2 US-amerikanische Radarstationen und ein Munitionslager zerstört worden. Im ostukrainischen Gebiet Donetsk gäbe es Fortschritte bei der Militäroffensive. Einen Bericht der russischen Söldnergruppe Wagner, wonach diese das Dorf Blagotatne nördlich der besonders hart umkämpften Stadt Bachmut erobert habe, kommentierte das Moskauer Verteidigungsministerium nicht.